Konnichiwa, Twitches. Weitermachen. Anscheinend ein Kessel. Vermutlich der Heißwasservorrat für die Crew. Moment, meine Dose steht im Weg. Meine Dose ist im Weg. In welche Richtung gehe ich? Ich kann mich nicht entscheiden. Schalltafeln? Davon verstehe ich nichts. Das ist okay. Ist es klug, sich selbst zur Kapitänin zu erklären? Du hast recht, Darwin. Gehen wir auf Nummer sicher. Okay, also noch nicht da lang. Laut kurzem Überflug der Lösung, ja. Oh. Kabinentür? Leere Kabinen. Nichts Nützliches. Schalltafel? Mein Japanisch beschränkt sich auf Videospiele und Mangas. Prima, Papi. Oh. Ich hätte Waffenschmuggel erwartet oder 1000 Tonnen Dynamit. Keine Esel. What? Okay. Okay. Oh Gott. Okay, du bist nur tätowiert. Ich dachte, irgendwas würde mit dir nicht stimmen. Oh Gott, muss ich jetzt Dame gegen den spielen? Na, spielen wir eine Partie Dame? Nein, danke. Ich muss eben mal ein Schiff retten. Deutsche Kanonenboote, Fremde und Saboteure. Und jetzt ein Spion an Bord. Der Captain kommt. Verstecken Sie sich hinter den Heuballen. Los! Laderaum durchsuchen, Mat. Ein Spitz läuft frei herum. Aus dem Knast entflohen. Oh oh. Da ist die Spionin, Captain. Ich konnte meinen Posten nicht verlassen. Darum habe ich sie hier für Sie festgehalten. Ach. Gut gemacht. Bringen Sie Fräulein Mata Hari wieder in den Knast. Und gut verrammeln. Also das hat wohl nicht geklappt. Auf die Gefahr hin, dass es grob klingt. Nein. Habe ich denn... Habe ich nicht. Ja, und jetzt? Ach, zugeschweißt. Aber nicht sehr gut geschweißt. Alle sind krank und fahrig. Boah, warum ist jetzt alles blau? Halt! Das Fläschchen bedeutet Ärger. Vorsicht nicht, Thomas! Vermutlich ist das Gift oder Säure. Eine Säure, ja? Ja, dann... Hinter den Kisten ist ein Regal. Mal sehen, womit wir arbeiten können. Vorsicht nicht, Thomas! Was? Was ist denn? Dafür gibt's bessere Anwendungen. Es ist von außen verrammelt. Ja gut, dann halt hier drauf. Darwin, zurück! Ich will das nicht auf dich spritzen. Hoffe wirklich, aber dass jetzt keine Welle kommt. Okay. Atem anhalten. Toll, das war erstaunlich. Du wärst ein guter Einbrecher, Darwin. Hat Thomas dir das beigebracht? Thomas hat Darwin alles gelehrt, nicht Thomas. Anscheinend ein Kessel. Vermutlich der Heißwasservorrat für die Crew. Aber wir haben jetzt nichts mehr, ne? Nö. Können wir jetzt in die Kabine rein? Alle haben im Maschinenraum zu tun. Können wir da durchgucken? Offenes Bullauge. Oh. Offenes Bullauge. Machen wir mal zu. Mein Japanisch beschränkt sich auf Videospiele. Okay, und wenn ich Mangas. Jetzt da wieder runtergehe, dann werden wir wieder verhaftet, oder was? Halt schon voll die doofe Idee. Aber. Woher sind Sie? Über mein altes Leben rede ich nur mit Freunden. Und meine Freunde spielen Dame mit mir. Ich kann nicht Dame spielen, wenn das Schiff bald untergeht. Tschüss, Johnny. Mo, wie Sie meinen. Wie lange fahren Sie schon zur See? 4 Jahre auf der Exeter vor Shanghai. Alles 1A verglichen mit diesem Höllenkahn. Vor 2 Wochen habe ich auf diesem Seelenverkäufer angeheuert. Warum hat man Sie unter Deck geschickt? Ich war der 3. Hilfsingenieur. Ich bin auf Wache eingepennt.
Mit der Geschichte werden Sie die Damen kaum beeindrucken. Kommen Sie mal vorbei, wenn Sie eine erwachsene Dame sind. Ich hatte schon ein paar. Ja, okay. Ja. Warum haben Sie mich beim Käpt'n verpetzt? Nicht persönlich nehmen. Der Käpt'n erwischt den blinden Passagier und sperrt ihn ein. Merkt er, dass ich lüge, kriege ich die Peitsche. Sie waren nicht im Knast? Ich? Ich bin doch nur ein Kind. Hey Mo. Moin. Morgen. Was fehlt dem Käpt'n? Das ist mehr als Fieber, ja? Der war mal Marineoffizier, wie aus dem Ei gepellt. Aber jetzt ist er ein Schluckspecht. Sie meinen Alkoholiker? Das Wort ist zu schmeichelhaft. Dankeschön. Das sollte da eigentlich gar nicht auftauchen. Aber gut, jetzt ist es halt da. Dankeschön. Vielleicht sollte jemand das Kommando übernehmen. Die Crew wäre schon dafür, wenn jemand sich traut. Aber weil der Käpt'n bekloppt ist und alle einsperrt... Kommst du jetzt nochmal? Moment, das kann doch eigentlich nur eins bedeuten. Vielleicht funktioniert es ja jetzt doch. Aber das kann gar nicht sein. Egal, ich mache mir da jetzt keine Sorgen drum. Kommt der Käpt'n oft hier runter? Fast nie. Früher hat er mit mir Dame gespielt. Dann fing er an, sich mit den Eseln zu unterhalten. Jetzt säuft er und steuert uns ins Grab. Okay. Warum drängen sich die Esel an einer Seite? Auf der anderen wurden sie nass. Aber auf dieser Seite ist es nicht trockener. Das erzählen Sie denen mal. Vielleicht hören die ja auf Sie. Wie reden Sie denn sonst den Eseln gut zu? Esel können Süßem nicht widerstehen. Mhm. Aber ich hab nichts mehr. Und ich verlasse den Laderaum nicht, wenn alle an der krank sind. Nein, nein. Wie wär's damit, die Esel gleichmäßiger zu verteilen? Sie bringen das ganze Schiff in Schieflage. Ja. Oh, der Sturm hat sie total verängstigt. Die rühren sich nicht vom Fleck. Nicht ohne gutes Zureden. Okay, also brauchen wir Süßkram. Doppelt hält besser, wa? Ja. Sie haben Zeit für ein Spiel. Echte Männer spielen Schach. Ach so. Oder Videospiele. Hä? Große süße Ohren. Großer Gestank. Danke, Thomas, dass du nicht riechst, Darwin. Darwin lässt nicht Thomas gern für uns beide riechen. Esel waren nicht die Ladung, die ich erwartet habe. Vielleicht haben sie alle Dynamit gefressen. Süßes und Saures, ja. Wir müssen ja wieder hoch, ne? Bringt ja alles nichts. Alle haben im Maschinenraum zu tun. Aber das heißt doch... Oh. Anscheinend eine ernste Gefahr. Damit habe ich nicht gerechnet. Die Tanks sind relativ sicher. Aha, was ist das denn? Das stand da aber... Das sieht man aber von außen nicht, ne? Ich schreibe mir das mal auf. Wenn das schon so leuchtet, scheint das wichtig zu sein. So, das haben wir... Bla, 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 bla. Hm. 0, 3. Ja. Akzeptables Risiko. Aha. Ja, gut. Ah. Okay, da steht auch so drauf. Das kann man auch so. Lazarett. Oh. Oh Gott, Igitt. Sind ja echt alle krank. Ein Stück Heimat. Weiß jemand, weil ich den letzten Part gestartet habe? Weil ich habe meinen Timer wohl nicht korrekt. Oder ich habe überzogen jetzt. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube nicht, dass ich überzogen habe. Kann mir das kurz jemand sagen? Ich würde es gern wissen. Fast die ganze Crew ist hier. Er kann sich kaum bewegen. Kranker Seemann, noch kränkerer Seemann. Okay.
Hallo? Halten Sie Abstand, junge Dame. Diese Männer sind alle krank. Alle müssen wachsam sein. Biologische Kriegsführung. Auf dem Schiff wimmelt es von Spitzeln. Der Captain kommt. Verschrecken Sie sich unter der Treppe. Ach, schon wieder. Ich glaube nämlich auch, ich habe den Part eben erst geschaut und meine Uhr zeigt jetzt 40 Doktor, Minuten an. Kann ja ich befehle der ganzen Crew nach Spionen Ausschau zu halten. Spione? Aber dies ist ein Frachtschiff. Ich habe davor gewarnt. Eine Spionin habe ich eingesperrt, aber sie ist schon einmal entwischt. Eine Spionin? Als Junge verkleidet. In einem roten Cape. Mit einer Rasenmäherfrisur. Ich habe niemanden als Junge verkleidet gesehen. Und wie weiß ich, dass Sie nicht auch ein Spitzel sind? Ha! Bei all den Kranken hätte ich dazu keine Zeit. Also wachsam bleiben. Und bringen Sie diese Matrosen wieder auf die Beine. Ich muss Gefechtsstationen bemannen. Ja, ja. Cool, aber diesmal wurden wir nicht verpetzt. Das ist ein Fortschritt. Hm. 3 bis 4 Minuten überzogen. Ich weiß es nicht. Ich mach einfach bis zur vollen Stunde und dann ist gut. Ein Haufen Mundschutze. Ich brauch einen, falls ich einem Kranken zu nahe komme. Okay. Ich wünschte, ich könnte den Leuten helfen. Kannst du denn... Dafür gibt's bessere Anwendungen. Aber kann ich mich so nicht mit einem unterhalten? Sterbender Seemann, oh Gott. Dieser Mann ist ernsthaft krank. Kannst du mit dem reden, so? Dafür gibt's bessere Anwendungen. Wenn du das sagst. Vielleicht mit dem? Der sieht aus, als könnte er wenigstens noch reden. Dafür gibt's bessere Anwendungen. Okay, gut, dann nicht. Es ist leer. Wie? Es ist leer. Hier ist nichts versteckt. Hm. Und was Süßes haben wir immer noch nicht. Und auf die Brücke. Ist es klug, sich selbst zur Kapitänin zu erklären? Du hast recht, Darwin. Gehen wir auf Nummer sicher. Hm? Was? Rasenmäherfrisur? Rasenmäherfrisur? Was? Rasenmäher? Hä? Was ist Rasenmäher? Was? Bloß auf der die Brille, ich vergesse die jedes Mal. Nö. Nö. Keine Risiken hier. Was ist mit dem Bonsai? Hier ist nichts versteckt. Ich glaube, sie versteht. Nein, sie versteht das nicht ganz. Wenn ich das. Dafür gibt's bessere Anwendungen. Wenn du das sagst. Können wir jetzt wieder hochgehen? Okay, das heißt, ich habe. Davon verstehe ich nichts. Das heißt, ich habe jetzt eine. Mundschutz. Abgeschlossen. Wenn ich rein will, kenne ich da einen, der mich gern hinschickt. Alle haben im Maschinenraum zu tun. Und hier kommen wir ja nicht durch. Ah, vielleicht können wir den Mundschutz ja dem Dude hier geben. Rasenmäher. Ja, dadurch, dass ihr öfter Rasenmäher schreibt, verstehe ich es nicht mehr. Ach so. Hey, hier ist ein Mundschutz für Sie, gegen den Geruch. Oh, Sie sind ein Schatz. Muss ich die Drecksviecher nicht mehr riechen? Jetzt tun Sie mir einen Gefallen. Schließen Sie die Bullaugen. Nur, weil Sie mich so nett darum bitten. Okay.
Machst du es dann jetzt auch? Darf ich die Esel bewegen, bevor sie das Schiff versenken? Frech, Dax. Versuchen sie es gern. Aber wenn die nicht wollen, wollen die nicht. Hm. Na gut. Könnte ich sie doch mit nach Hause nehmen. Könnte ich sie doch mit nach Hause nehmen. Die Esel an sich sind alle ungefährlich. Ja, super, aber wie ich die rüberkriege, weiß ich jetzt trotzdem nicht. Ich habe ja noch keinen Süßkram. Gegen den Geruch, das ist ein Staubfilter, kein Gasfilter. Ja, mein Gott. Mein Japanisch beschränkt sich auf Videospiele und Mangas. Offenes Bullauge. Ja, super. Und jetzt? Ich habe wieder nichts im Inventar. Versteck dich, wenn der Captain kommt. Ja. In Bewegung bleiben. Nicht schnappen lassen. Wenn sich die Luke je öffnet, runtergehen und nachforschen. Ich habe gerade keinen Plan. Luke? Habt ihr unten nicht ein bisschen Süßkram für mich? Ich kann nur mit der Ärztin reden. Ja, und warum? Ach, oh, ja. Hm. Sie sollten das Verlassen des Schiffs vorbereiten. Das Schiff nimmt Kurs auf einen Sturm und der Sprit ist fast alle. Das ist bedauerlich, aber bis ich den Befehl erhalte, muss ich den Kranken helfen. Hm. Wie steht es um die Rettungsboote? Der Captain hat sie heute Morgen alle losgemacht. Behauptete, deutsche Spitzel hätten sich in ihnen versteckt. So, ich trinke jetzt einen Schmusi. Können wir diese Männer in die Rettungsboote schaffen? Das erfordert einen Befehl vom Kapitän. Passiert gleich was? Ich versuche es zu verhindern. Wie sind Sie Schiffsärztin geworden? Als Frau meine ich. Als der Kapitän meiner Klinik wegen eines Schiffsarztes kabelte, ahnte er nicht, dass Ärztinnen existieren. Als er seinen Fehler bemerkte, war es zu spät, Ersatz zu besorgen. Sind Ärztinnen die Ausnahme? Heute. Frauen durften in Japan bis 1912 nicht mal praktizieren. Jetzt haben wir eine eigene Universität in Tokio. Fragen Sie sich nicht, wer ich bin? Dafür fehlt mir die Zeit. Sie sind anscheinend unser geringstes Problem. Die Frau ist nicht dumm. Wer hat die Krankheit an Bord gebracht? Vor der Reise habe ich alle untersucht. Alle waren gesund. Gibt es dafür Heilmittel? Vielleicht gibt es etwas, um die Symptome an Bord zu lindern. Aber momentan sind alle Medikamente unter Verschluss. Lulu, kurzes Situationsbriefing. Wie sind Anna? Anna hat in der Zeit, aus der sie kommt, gerade ihren 16. Geburtstag. Sie ist irgendwie in die Vergangenheit gereist, um ihren Vater zu finden, der vor 10 Jahren verschwunden ist, als sie 6 war. Hat ihn dann in London in so einem Theater wiedergefunden, das eigentlich abbrennen sollte. Und er war dann irgendwie gar nicht nett und hat dann, also sie hat dafür gesorgt, dass das Theater nicht abbrennt und er hat es dann aber doch entzündet. Dann ist sie wieder zurück in die Gegenwart und jetzt wieder zurück in eine andere Vergangenheit auf einem Schiff, das wohl bald untergeht. So ungefähr. Warum sind die Medikamente eingeschlossen? Der Kapitän hat den Vorratsraum als Gefängnis für alle requiriert, die gegen ihn das Wort erheben. Dort befinden sich die Medikamente. Aber ihr Akzent ist irgendwie eher chinesisch als japanisch, möchte ich mal so kurz anmerken. Was ist los mit dem Captain? Ist er verrückt oder so? Wahrscheinlich hat er auch die Grippe. Die fühlt auch zu Fieberwahn. Er sollte das Kommando abgeben, bis er sich erholt hat. Aber das lehnt er strikt ab. Na klar, er ist ja auch der Boss. Was stimmt denn nicht mit ihm? Er steuert das Schiff in einen Sturm. Er glaubt, uns verfolgen deutsche Kriegsschiffe. Seit 2 Jahren gab es keine deutschen Kriegsschiffe im südchinesischen Meer. Es ist schlimmer, als ich dachte. Könnte ich ihn doch nur seiner Pflichten entbinden? Oh. Meuterei? Oh nein.
Männer hängt man dafür. Keine Ahnung, was die mit Frauen machen würden. Aber wenn ich wissenschaftlich belege, dass der Captain untauglich ist, könnte man ihn seiner Pflicht entbinden. Leider muss ich mich um diese Männer kümmern. Theoretisch. Was brauchen Sie, um seine Untauglichkeit zu beweisen? Theoretisch mindestens zwei Dinge. Eins, einen schriftlichen Beleg für eine Änderung des Geisteszustands beim Captain. Wir müssen beweisen, dass dies nicht sein normaler Kommandostil ist. Zwei, eine Blutprobe. Ich kann sie untersuchen und sehen, ob der Captain zu krank für ein gesundes Urteilsvermögen ist. Sie brauchen einen schriftlichen Beweis und eine Blutprobe, um den Captain abzusetzen? So ist es. Ich kann meine Patientin nicht allein lassen. Wo kriegen wir jetzt einen schriftlichen Beweis her? Ich bin jetzt... Nee, hab jemand am nächsten Winter. Gut, dann halt mal hoch, nicht? Da können wir immer noch nicht rein, ne? Ist es klug, sich selbst zur Kapitänin zu erklären? Ich sollte das Risiko eingehen. Oh, jetzt geht's. Die beobachten uns, Unge. Die kennen unseren nächsten Zug. Nichts Nützliches dran. Ich höre auch den Labervogel. Er ist leer. Der Funkraum ist verwüstet. Lass ihn nicht in seine Nähe, sag ich nur. Das Schiff bewegt sich im Kreis, Darwin. Singapur ist der nächste Hafen, aber wir halten auf die entgegengesetzte Richtung. Hat den Akzent einer Schweizerin. Die hat überhaupt keinen Akzent, Mann. Kriegsschiffe umzingeln uns. Der Fremde wusste von den Kriegsschiffen. Die kriegen das Schiff nicht, wenn's nach... Anscheinend wurde hier was abgerissen. Der Captain muss es irgendwo versteckt haben. Und ich hatte Angst vor dem Sturm zu Hause. Die Meeresstraßen sind ein Minenfeld. Aber hier komme ich doch nicht weiter. Den falle ich gar nicht auf. Der Fremde ist wie ein Geist. Ist hier und auch wieder nicht. Und die dachten, die könnten mich foppen. Was? Kraftstoffanzeige. Weniger als eine Vierteltankfüllung. Ja. Ich weiß alles, was ich wissen muss. Aber das bringt mich ja alles nicht weiter gerade. Mr. Cyflex, vielen Dank fürs Trollen. Kalt und heiß. Willkommen in der Schublade, wenn mir hier nicht reingequatscht wird. Zu langsam. Warum zu langsam? In der Richtung geht's nicht weiter. Und ansonsten habe ich alles angeguckt. Alle in den Knast werfen, falls nötig. Dann gehen wir halt wieder. Guck nach Risikos. Oh, ich... Danke. Danke, mein Dragon. Ich vergiss das. Kann keiner Menschenseele trauen. Andauernd. Beim Leben nie. Interessant. Der neue Maser zeigt auch die Risiken von Menschen an. Interessant. Der neue Maser... Oh. Der Sprit ist gefährlich. Ich bin keine Nautikerin, aber ein Blick auf diese Karte sagt mir, dass das Schiff in Gefahr ist. Nein. Komisch. Wieso ist das gefährlich? Da liegt was auf dem Boden. Augen im Hinterkopf. Habt ihr definitiv nicht. Mit defekten Kommunikationsmitteln gibt's keine Unwetterwarnungen oder SOS. Volle Kraft voraus, Hunger. Da liegt was. Deutsche Kriegsschiffe. Die finden uns. Nirgendwo sicher. Der Kapitän macht sich schreckliche Sorgen um das Ding. Darwin, was ist das? Der Nautiker nennt das Kompasshäuschen, weil der Schiffskompass drin ist. Ich sehe ein Glasfläschchen und eine Falle aus Metallbacken, die verhindern, dass jemand von außen reingreift. Wenn ich jetzt die Backen festhalte, den Zapfen nach innen drehe und die Feder rüberziehe, ich habe den Mechanismus für die Falle umgedreht. Hoffentlich klappt's. Liz? What we do is a sailor, what we do is
kranken Seehunde. Oh, Scheiß! Okay. Spione! Es ist schlimmer, als ich dachte. Sperr sie alle ein, die ganze Mannschaft. Jeden einzelnen Verräter, wenn's sein muss. Ein Handschuh. So einen habe ich mir schon immer gewünscht. Der Kapitän ist in seine eigene Falle gegangen. Wir haben unsere Blutprobe bekommen. Ah, okay. Und der Fremde hat mich gewarnt. Der wirft mich nur ins Gefängnis. Eigentlich kann mir das helfen. Hey, Captain Crazy, da bin ich. Vogelfrei. La 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 la. Was ist da los, Unger? Der Spitzel. Die schnüffelnde Schweizer Spionin. Festnehmen. Und Unger, diesmal bleibt der kleine Dreckspatz in Gewahrsam. Deutsche. Deutsche Kriegsschiffe. Ja. Verfaulendes Gemüse. Sind darum alle krank? Das Gemüse ist verdorben. Die Reise dauerte länger als erwartet. Pillen. Viele Pillen. Da drin ist nichts von Nutzen. Okay. Nichts mehr zu tun, außer auf Darwin warten. Oh. Das ist nicht gut. Anubis. Hallo. Vielen Dank fürs Trollhauen. Willkommen in der Schublade. Da, 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 da. Okay. Muss Darwin jetzt wohl was machen, oder was? Wenn das nicht unser gefiederter Freund ist. Wie bitte? Meint Herr Unger etwa Darwin? Ja, falls du Darwin heißt. Und diesmal hast du leider Pech. Wie Pech? Keiner kommt rein und keiner raus. Nicht solange ich hier stehe. Ja, dann schauen wir doch mal, wie wir dich loswerden können, oder? Ach so. Dies mag vorlaut klingen, aber ist Wache schieben für einen ersten Offizier keine Degradierung? Geschenk, Flattermann. Der Captain hat mich hierher beordert, weil die Mannschaft krank ist. Ein Loch ist im Eimer. Aber der Captain ruft Herrn Unger an Deck. Netter Versuch für einen Sack voll Bolzen. Aber der Captain gibt mir strikte Order. Ich lande selbst im Knast, wenn die Schweizer Spionin entwischt. Vielleicht wird Herr Unger auch bald krank. Nein, nichts da. Es ist nur das Heu für die Esel. Dagegen bin ich allergisch. Der erste Offizier ist krank. Nein, falsch, Klapperkiste. Krank? Nein. Apropos krank. Ich mache an der Stelle mal einen Cut für YouTube rein. YouTube, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wir singen.